Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Es geht weiter mit den Divisionen aus dem etwas älteren DLC Death on the Vistula. Und heute schauen wir uns die Fallschirmpanzerdivision Hermann Göring an. Politischer Neid in der Führungsriege des Dritten Reiches führte zur Bildung der Fallschirmpanzerdivision Hermann Göring. Sie war formal der Luftwaffe unterstellt und kam an mehreren Fronten zum Einsatz. Bevor sie nach Osten verlegt wurde, um den Fall Warschaus zu verhindern, der Division wurden vor Ort viele kleinere Einheiten unterstellt und sie kämpfte sowohl gegen sowjetische Truppen nahe der Hauptstadt als auch gegen polnische Kämpfer innerhalb der Stadt. Die Fallschirmpanzerdivision Hermann Göring besteht im Spiel aus älteren Panzern des Typs 3 und Panzer 4, kann jedoch auch mit starken Eliteeinheiten mit dem Totenkopftiger, einer großen Zahl von Jagdpanzern 4 und zahlreichen Flakgeschützen aufwarten. Dank 600mm Mörsern, die außerhalb der Karte aufgestellt sind, und den ersten zwei Sturmtiger-Prototypen, die je einem Kampfverband unterstellt wurden, kann die Division auch im Städtekampf glänzen. Wer sich für die Fallschirmpanzerdivision Hermann Göring entscheidet, kann damit nicht viel falsch machen, da sie den Mangel an Panzer mit vielseitigen einsetzbaren und starken Unterstützungseinheiten wettmachen kann. Okay, schauen wir uns mal das Deck der Division an. Und das habe ich auch schon ein bisschen umgebaut. Ich habe zum Beispiel überhaupt die Tiger 1, diese Totenkopf-Tiger, erst reingenommen. Vorher waren in Phase A hier noch T-34er drin. Wir sehen halt auch sehr viel Flak. Das Problem ist, wir können nicht mehr Flugzeuge mitnehmen, weil der vierte Slot kostet 4 Punkte und die Flak rauszunehmen bringt uns gerade mal 3 Punkte. Dementsprechend haben wir hier ein Problem, dass wir extrem viel Flak haben, aber selber in der Luft relativ schlecht aufgestellt sind. Ich habe die 600mm Mörser nicht mit reingenommen, weil die nämlich auch von einem Flugzeug gerufen werden. Das sehen wir, Moment, hier. Es gibt auch Einheiten für den externen Artischlag, die von, also das Bodeneinheiten sind. Das gefällt mir deutlich besser, denn Flugzeuge werden gut und gerne angegriffen. Meistens hat der Gegner immer irgendwo Flak stehen und dementsprechend ist es schwierig, oder wäre es dann schwierig, diesen Artischlag zu rufen. Finde ich deswegen nicht ganz so praktikabel. Auch, dass wir hier so wenig Flugzeuge haben, dafür, dass diese Division Hermann Göring heißt. Gut, ich habe hier allerdings wieder Mörser auf Halbkettenfahrzeugen mitgenommen in Phase B, weil die uns ja auch schon in der letzten Division sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Ansonsten sehr viele Scouts. Von der Anzahl der Infanterie relativ eingeschränkt oder mäßig, aber insgesamt trotzdem relativ schon starke Einheiten, und wir gucken mal, was wir mit dieser Division hier auf dem Schlachtfeld jetzt machen können. So, wir spielen wieder mit einer mittleren KI gegen zwei mittlere KI zusammen. Er will links angreifen, wir greifen rechts an. Die Karte sieht gefühlt relativ klein aus. Ah, das wirkt nur so. Okay, dann unsere Scouts. Ach, das ist tatsächlich auch nur ein Motorrad und das ist auch gleichzeitig ein Arti-Aufklärer. Da sollten wir also schauen, dass wir die relativ gut einsetzen, dass wir die nicht so schnell verlieren. Bitte mal dahin. Und du, mein Freund. Das ist eine interessante Karte, die haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Und wenn, dann glaube ich immer von der anderen Seite. Geh mal da lang. Und den... Ach, er will auch dort fahren. Okay, die Karte ist zwar für 2 versus 2 freigegeben, aber sie wirkt relativ eng. So, wir haben hier Pioniere, die haben schon MGs dabei. Panzerabwehrwaffen bekommen wir erst in Phase B bei den Infanterieeinheiten. Hier haben wir auch noch eine HE-Granate. Das heißt, ich hätte jetzt gerne die Pioniere mal irgendwo hier oben. Ihr bekommt da noch einen Panzer als Unterstützung. Oh, warte mal. Ich packe euch mal hier rüber. Das ist, der ist der Weg kürzer. So, der Panzer. Hier. So, die Sturmpioniere, die setzen wir hier drüben in den Wald rein. Jetzt haben wir hier die Panzerunterstützung, Panzerabwehr, 50mm, Flugabwehr. Okay, das wird tricky. Eine Pack hätte ich schon gerne hier. Zusammen nochmal mit einem
Pionier. Der kann irgendwie hier rein. Und die andere Pack. Die geht mal hier hoch. Okay, und dann sieht es insgesamt ja schon mal nicht schlecht. Aber wir haben noch 140 Punkte. Okay, wir schicken ihm mal noch ein Offizier mit hier hoch. So. Und durchaus mal noch einen Panzer hier hin, damit wir hier das abähmen. Vielleicht auch nochmal mit einer Pionierseinheit. So. Okay, damit haben wir noch 20 Punkte offen. Das sieht ja relativ gut aus. Und dann legen wir mal los. Und mal gucken, wie wir uns hier schlagen. Ob wir wieder auf die Schnauze kriegen oder ob es diesmal etwas besser läuft. Dafür, das ist halt eine B-Division, dass wir ein bisschen aufpassen. So, rechts scheint da gar nichts zu machen. Links passiert von der Front ja doch auch. Aber er hat ja auch wieder so wenig Einheiten aufgestellt, unser KI-Kamerad. So, er nimmt uns einen Punkt weg hier. Im Gegenzug kriegen wir leider keinen Punkt. Bereit, Herr Kommandant. Die Sturmpioniere sind relativ langsam. Den Punkt kriegen wir zuerst wahrscheinlich. Dann setzen wir die gleich hier vorne ran. 12-12. Links nimmt er uns wieder einen Punkt weg. Aber den müssten wir eigentlich eventuell gleich wieder kriegen. Taxi bereit. So, dann wird es jetzt interessant. Wir laden die hier aus. Das Motorrad. So, die Pack. Stellt sich mal bitte hier hin. So, warte mal, dann muss ich hier hin. Der Führungsoffizier geht mal hier hin und dann hier runter. So. Der Panzer hier. So, und der T-34. Wow! Da haben sie uns unseren einen Pionier tot gemacht. Das ist natürlich nicht so geil. Verdammt, es hat mich erwischt. So. Der lädt sich mal aus. Es ist mir eine Ehre, die laden sich aus. Das Ding geht mal dahin. Der Offizier geht mal da runter. Und die pushen wieder hier oben ran. So, die ziehen sich mal zurück. So, die laden sich aus. Und gehen mal hier hoch. Die ziehen sich zurück. Der Panzer geht weiter. Er geht weiter. So, auf den Opel da, auf den Opel Blitz bitte. Mitten ins Schwarze. Ich höre Hauptmann. Haben wir den noch rausgenommen? So, kriegen wir das MG dort raus. Jetzt ist das Motorrad auch noch offen. Ich höre den Angriff selbst an, Kommandant. So, das MG wird von den zwei T-34ern angegriffen. Sehr gut. Die gehen da wieder rein. Die Panzer gehen bitte hier in den Wald rein. Der Opel Blitz ist da oben raus. Und die bitte bleiben hier erstmal stehen. Die MGs, die er da stehen hat, die sind ziemlich nervig. Infanterie bereit. Hier scheint noch irgendwas in dem Wald drinne zu stehen. Genauso wie hier noch irgendwas drinne steht.
Das Vaterland erwartet, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Wir gewinnen diesen Krieg. So, ihr bleibt mal bitte hier stehen. Ich brauche mal noch ein paar Pioniere hier oben. So, es steht 13 zu 11. Weil wir den Punkt hier nicht haben. Ach da, guck mal. Damit ist hier die Ecke auch raus. Damit steht es jetzt wieder 12 zu 12. Und wir pushen mit denen mal noch hier in den Wald rein. Die gehen wieder hier vorne ran. Feuer frei. Oh shit. Da hat er seine 37er noch ausgeladen. Aber die kann ich nochmal schießen. Sehr gut. Damit sollten wir hier oben den Punkt wieder kriegen. Das ist gut. Die Pioniere hier unten sind noch auf dem Weg. Die Pack, die steht da scheiße. So, das Halbkettenfahrzeug hat sogar AP-Geschosse. Das ist ganz nice. Wobei, wir bleiben mal hier stehen, weil hier stand ja noch irgendwo was im Wald, was wir aktuell nicht sehen. Und da würde ich fast vermuten, er lädt ja wieder eine 37er. So, die Pioniere hier gehen mal da in den Wald rein. Artillerie haben wir im Moment nur die Mörser, die holen wir uns mal hier hinten ran. Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Der Punkt hier wird kritisch sein. Die Pack, geht mal bitte hier in den Wald rein. Dann kann man eigentlich auch aufladen und dann verlegen. So, das, die Pioniere greifen das im Geda an. Das kommt gar nicht erst in Stellung. Ist in Schockstarre, geht raus. Perfekt. Das MG, Quatsch, das, die Pack laden wir dorthin. Der Scout geht mal da hoch. Da kommt der nächste LKW, der ist aber außer Reichweite. Die Panzer stellen wir mal hier so ein bisschen ein Stück weit außerhalb der Stadt auf. Die laden sich aus. Gehen mal hier in das Haus rein. So, und die Pack geht bitte hier oben hin auf effizienten Schuss. Wir haben den Punkt. 15-9 steht es jetzt. So, er hat hier oben Panzer stehen. Wieso lädt er sie nicht aus? Lad die aus! Lad die 47er aus! Er zieht sie zurück, anstatt dass er sie auslädt. Und dann wird sie rausgenommen. Okay. Su-85 ist natürlich hart. Die geht auch nur schwer raus da. Machen uns bereit, Herr Kommandant. Oh, hier kommt jetzt einiges. Der Sieg liebt die Sorgfalt. Verdammt, hier ist ganz schön was los. Wir brauchen eine gute Feuerstellung. Hat uns den Scout hier rausgenommen, okay. So, dafür brauchen wir die Mörser. Die sind allerdings jetzt hier. Und wir brauchen hier noch einen Scout. Ruhe, herhören. Scheiße, es hat einen erwischt. T-34er gegen T-34er. Der geht natürlich raus, klar. Ich habe hier das Kommando. So, die sind in Schockstarre, dann müssen wir erstmal auf die schießen hier. Das wird hart dort. So, hier war irgendwo die Pack. Das ist echt nervig.
Der Scout geht mal von hier oben ran. Ich führe den Angriff selbst an, Kommandant. Ohne Tritt, Marsch! Den hat's erwischt. Sanitäter! Kamerad, Kamerad! Höre Sie gut. Das Vaterland erwartet, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Überprüft Waffen und Munition. Oh shit, zurück, die sind außerhalb des Waldes. Hauptmann? Na dann mal los, Leutnant. Kann das Halbkettenfahrzeug hier irgendwie schießen? Das hat auch. Ach, das ist eine Panzerbüchse. Das heißt, es kann überhaupt nicht auf. Sieh den Arsch an, Hans. Wie lauten Ihre Befehle? So, jetzt müssen wir langsam mal hier die Mörser in Stellung bringen. Absitzen, sofort. So, Team 0. Feuer frei. Da kommt ein Held von ihm. Ja, Hauptmann. Wir können genau hier. Oh shit. Bereit, Herr Kommandant. Stellungswechsel. Was können wir für Sie tun? Ist das nicht ein Artilleriebeobachter? Oh, auf wen schießt der? Bereit, Herr Kommandant. Ah, lol. Der Scout war da einfach mal gespottet. Das ist ein Hetzer. Wie lauten Ihre Befehle? Wieso sehe ich hier die... die Reichweitenkreise nicht? Feind in der Nähe. Beschützt die Artillerie. Sprenggranaten geladen. Feuer bereit. Ah, da sitzt sie. So, wir müssen mal warten, bis Phase B losgegangen ist. Das haben wir nämlich hier leider gleich ein kleines Problem. Fertig machen, Männer! Wir haben Verluste erlitten! Wow. Ja, der Hetzer ist krass. Panzerabwehr. Wir haben Verluste erlitten. Ich befolge nur Befehle. Jetzt kommt Phase B. Wir haben Verlust erlitten. Wo werden wir gebraucht? Mein Kontakt. Zur Stelle, Hauptmann. 10 Grad nach oben. Feuer. Holen Sie das Fernglas raus, ruft's. Er hat natürlich die 50 mm da oben noch rausgenommen. Weihnachten ist der Krieg vorbei. Scheiße, hat einen erwischt. Eieiei, der Hetzer macht uns da jetzt richtig die Hölle heiß. Wie lauten Ihre Befehle? Haben wir selber Jagdflugzeuge? Ja. Verdammt, hier ist ganz schön was los. Was ist das? Das ist ein Aufklärer, oder? Ja. Sag mal, der mal. Holen Sie das Fernglas raus, ruft's. Zurückfallen lassen. Ich befolge nur Befehle. Ich erledige das, Kommandant. Ja, Hauptmann? Externer Artischlag. Erwarte Anweisungen. Platz für Stellungswechsel durch.
Das ist echt fies und das ist genau das, was ich meinte. So. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Sprenggranaten geladen. Feuer bereit. Jawohl. Der Scout war schon wieder gespottet. Voll auf die 12. Victor. Wow. Jetzt wird's aber langsam albern. Ja, Hauptmann. Sorgen Sie für ein freies Schussfeld. Der Jagdpanzer ist immer noch unterwegs. Fahren Sie fort, Bodo. Feind gesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Oh, der Countert. Wir sind getroffen. Oh, dieser Hetzer, ey. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Na los, ladet das Ding auf. Bereit zum Feuern, Kommandant. Wir beeilen uns. Erwarte Anweisungen. Panzergranate geladen. So, geht der Hetzer da jetzt raus, bitte. Danke. Jawohl, Hauptmann. Endlich, was für ein Akt. Befehle, Kommandant. Wir sind getroffen. So, hier, der muss raus. Verstanden. Ende. 12-12. Das hat gesessen. So, sehr gut. Dann. Feuer und Bewegung. Ach, der Panzer ist ja auch noch hier. Verstanden. Ja, Hauptmann. Dass wir uns den Punkt wiederholen. So, er countert dort fröhlich weiter auf die falsche Position. Das soll er ruhig machen. Ja, Hauptmann. Also, der Hetzer hat uns auf jeden Fall richtig wehgetan. Schön, die unter Schockstachel gesetzt. So, können wir den nächsten Jäger hier rausschießen? So, hier wieder auf die Pack drauf. So, wir ziehen uns hier mal zurück. Flugabwehr. Stellen wir mal mit auf. Er lädt uns hier auf. Das ist schon mal ganz geil. Wir haben den Punkt wieder. Wie lauten Ihre Befehle? Schießen dort weiter auf die Pack. Ja, Kommandant. Wechseln dann aber auch wieder die Position. Lassen uns noch auf. Oh, nice. Da haben wir das nächste Jagdflugzeug von ihm rausgenommen. Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann?
Werden die nicht aufmunitioniert von dem? Doch, das dauert nur eine Weile, oder was? Okay. Auf wen wollen die schießen? Auf den da unten. Stehen bereit. Das ist erstmal egal. Oh, hier haben wir den Punkt verloren. Da holen wir uns mal ein bisschen Infanterie noch. Und zwar auch hier noch ein paar... da steht aber jetzt einiges. Artillerie zu Diensten. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Wie lautet der Plan? 45 mm. Befehl wird ausgeführt. Ich hole mal noch ein bisschen... Ah ja, hier unsere Mörser. So, wie sieht's denn hier links aus? Können wir ihm da irgendwie unterstützen? Hier auf die Pack zum Beispiel. Ah, die geht raus. Verstanden, Kommandant. Dann auf die Pack. Flieger sind Sieger. Und auf das MG hier. Erwarte Anweisungen. Wobei das MG höchstwahrscheinlich auch gleich rausgeht, ja. Das ist eine Flak. So, ziehen wir uns mal zurück, dass erstmal unsere Flak den Helden dort angreifen kann. Den kriegen wir auch so weit raus. Okay, dann machen wir einen neuen Anflug auf ihn hier. Sehr gut, der Held geht sogar raus. So, dann gucken wir mal, ob die Jagdflugzeuge jetzt dort auf die Position. Was macht er denn da? Ohne 122 mm ist natürlich auch hart. So, blind auf die Position, da geht sie auf. Oh krass, wir kriegen sie aber nicht raus. Die ziehen sich zurück. Wir stellen ihm mal hier noch ein bisschen Flugabwehr auf. Er hat selber Flugabwehr dort stehen, das ist schon mal gut. Die kommen so weit hoffentlich zurück, dass unser SDKFZ hier helfen kann, unser FlagFKFZ. Nicht ganz, wir stellen es mal da auf. Ja doch, perfekt. Da geht die nächste Jagd, glaube ich, raus. Jawohl, sehr schön. Damit hat er irgendwann keine Flugzeuge mehr. Wir führen... 14 zu 10. Höre Sie gut. So, die gehen dahin, die gehen dahin, die Wir gehen dahin. Etwas zum Zündeln. Gut, jetzt brauchen wir mal noch ein bisschen Scouts. Ich stehe unter Beschuss. Warten auf Feuerkoordinaten. Externer Artischlag, okay. Wie lautet der Plan? Entdeckung, Explosionsgefahr. Ihre Befehle, Kommandant. Deckung. Mein Kontakt. Ich bin unter Beschuss. Oh shit. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Lageinformation. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Falls der Tank getroffen wird, sind wir hinüber. Beziehen neue Feuerstellung. So, der da muss raus. Hat er jetzt ein Flugzeug rausgenommen? Nee.
So, die nächste Jagd, die rausgeht. Okay, das Flugzeug nehmen wir mal zurück. So, Panzer kann jetzt rausgehen dort. Der Führungsoffizier geht mal bitte erstmal hier hin. Feuerbereit. Meld uns zum Dienst, Herr Kommandant. Wo schießt denn der hin? Feuerbereit. Zielpunkt erreicht. Raus mit euch. Er versucht dann wieder zu countern. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Zu Befehl. So. Stellungswechsel. Brauchen Sie Feuer? Der Scout. Wir fahren los. Ja, Kommandant. Da, dann externer Artischlag. Zur Stelle, Hauptmann. 200 abbrechen. 6 Schuss. Ende. Da macht der Aufklärer gerade einen ganz guten Job. Artillerie zu Diensten. Wir hauen da nochmal drauf mit unserer Arti. Wir brauchen hier mal noch irgendwas, was... Oh, der Sturmtiger, der kann mal dahin gehen. Irgendwas mit MGs. Hier. Wie wäre es mit Trommelfeuer? So, der Scout. Hier vorne ran. Jawohl. Wir sind leer geschossen. Wir brauchen einen Unterstützungs-LKW. Mehr Feuerkraft gefällig. Ziel zerschlagen. Dann schießen wir noch auf die da mitten im Wasser. So, wir führen 15-9. Wir müssen jetzt hier keine großartigen Aktionen machen. Außer ihn vielleicht da mal anzugreifen. Mit unseren Jägern. Obwohl natürlich dafür... Bomber jetzt besser wären. Indianer voraus, bereit für den Angriff. Holido! Wie sieht es dort mit Flachs aus? Warten auf Luft- oder Bodenziele. Bodenstelle, greife jetzt an. Also vier Flak hat er hier auf der Seite nicht stehen. Ist die Frage, ob wir die Jäger hier nochmal rausbekommen. Zur Stelle, Hauptmann. Mich hat's erwischt. Löcher ab, Ende. Den Fall hat's erwischt. Yes, sehr gut. Lageinformation. So, die ziehen wir hier wieder raus. Wiederholen Sie, Gefechtsstand. Seid für ein paar Abschüsse. Oh, jetzt verliert er hier, glaube ich, einen Jäger, der Kollege. Ja. Mal gucken, ob wir ihm die Jagd da noch rausschießen können. Wir haben eine 75er ausgeschaltet, sehr gut. Indianer voraus, bereit für den Angriff. Ah, diese ME 410, die sind halt scheiße. Da steht eine 85er. Hier, das ist eine 85er Flak. Die könnte jetzt ekelhaft werden für uns. Mal gucken, ob wir das Flugzeug auch noch rauskriegen. Yes, der geht raus. Der zieht sich zurück. Okay. Gut. Wir müssen also versuchen, eher hier auf der rechten Seite mit den Flugzeugen zu arbeiten. Führe Tiefflugangriff durch. Jawohl, bereit. So, dann holen wir hier mal noch ein bisschen was dazu. Bodenstelle, greife jetzt an. Wir wurden aufgeklärt. Bereiter Hauptmann.
Sturmpioniere, sammeln! So, die Flugzeuge auf die Artillerie dort. Ich habe getroffen. Geben Sie mir nur ein Ziel. So, dann schicken wir mal die Sturmpioniere hier vor. So, wir brauchen hier mal einen Unterstützungs-LKW. So, und jetzt greifen wir die hier an. Mit unserem Flammenwerfer. Wow, die gehen aber auch easy raus. Sehr gut. Wir ziehen uns hier wieder zurück. Der Sturmtiger, kann der hier... Oh, geil. Mal auf das Haus dort. So, die Begleitgrenadiere sind da. Bewegung, Abstände vergrößern. Wie ist die Lage? Der hat uns erwischt. Panzer. Höre sie gut. Gut, dann holen wir mal noch ein paar Flugzeuge dazu hier. Hier und zwei, Feind gesichtet. Jawohl, bereit. Links wieder Flugzeug oder was? Dort ein Panther. Pantera G. Beutepanzer. Also Beutepanther. Brecher ab, Ende. Was macht denn der Sturmtiger, ey? Feind auf 12 Uhr. Höre sie laut und deutlich. Ende. So, Flugabwehr. Holen wir mal noch dazu hier. Oh wow, er hat geschossen. Verdammt, Freiheit in Luft hier. Wie lauten Ihre Befehle? Indianer voraus, bereit für den Angriff. Verdammt, Freiheit in Luft hier. Wo will der hin? Schlachtflieger bereit. So, 152 mm, feuerfrei. Gibt es Neuigkeiten? Lageinformation. Zeit für ein paar Abschüsse. Da kommt der nächste Jäger. Oder das nächste Flugzeug von ihm. Oh Gott. Shit, der hat die Bomben noch abgeworfen. Aber zum Glück nur unpräzise. Adler 1 bereit. Zu Befehl, Kommandant. Dreh jetzt ab. Oh, die sind hartnäckig. Okay, der geht aber raus. Sehr gut. Jagdflugzeug bereit. Hero 2, Feind gesichtet. So, 15, 9, in 30 Sekunden ist es aber vorbei. Höre sie laut und deutlich. Ende. Da kommt noch ein Flammenflugzeug. Oh, der wirft auch nochmal alles ab. Scheiße. Der Scout geht raus. Zieh den Arsch an, Hans. Versorgung kann eingeleitet werden. Jetzt holt er aber hier nochmal einiges raus. Panzer. Bin auf Empfang. Brecher ab, Ende. Ja, da geht der Jagdpanzer raus. Aber wir haben gewonnen. War gar keine so einfache Schlacht, muss man sagen. Er hat uns ganz schön unter Druck gesetzt. Wir haben hier 2100 Kills gemacht, nicht so viele Verluste. Es ist, also, vielleicht ein bisschen übertrieben und nicht so einfach, aber er hat uns schon gut beschäftigt auf der Seite. Aber unser Teammate links hat auch gute Arbeit geleistet. Und wir haben ja auch gesehen, wir hatten die absolute Luftüberlegenheit. Er hat zwar Flugzeuge gehabt, die waren jetzt auch mal ein bisschen nervig, aber die sind in Großteils, sind die einmal angeflogen und sind dann rausgegangen. Und man konnte, ich hätte, also einerseits
man konnte sie ganz gut runterholen und ich hätte aber auch anders mit der Flak noch agieren müssen. Ich hätte viel mehr Flak dort noch aufstellen müssen. Dann hätten die das auch gar nicht geschafft, dort ihre Bomben oder was auch immer abzuwerfen. Deswegen auch ein bisschen leichtfertig. Die Tiger sind auch nicht richtig zum Einsatz gekommen. Der Sturmtiger hat einmal eine ordentliche Bombe da abgelassen. Da hat es auf jeden Fall gerumst. Und auf jeden Fall eine Division, die ich auf jeden Fall nochmal spielen würde, weil gerade die Sturmtiger will ich mal richtig in Action sehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Kedö, Irondal, Kalle und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.